Hallo, heute begrüße ich euch aus der Ameisengasse. Wir sind hier in Kleinmachnow, das ist bei Berlin. Und diese Ameisengasse ist nicht nur einfach eine Gasse oder eine Straße, sondern man hat sich wirklich Gedanken zum Thema Ameisen gemacht. Kommt mal mit. Ja, zum Beispiel auch diese Trafostation wurde hier künstlerisch mit so Ameisenmotiven versehen. Ja, selbst der Spielplatz hier wurde mit einigen Ameisenfiguren versehen. Ja, überall sind so künstlerische Ameisenfiguren aufgebaut, wie zum Beispiel hier diese Wippe. Es gab sogar hier auch ein Kunstprojekt, da hat ein Künstler sich richtig Mühe gegeben, zusammen mit Kindern mehrere kleine Ameisenmodelle, so von 30, 40 cm Größe gebaut, die dann so diesen Baum hier so hoch liefen. Und es war dann wirklich so, dass Ameisendiebe, also diese Ameisen dann gestohlen haben, und es wurde sogar eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt, was zum Ergreifen der Täter führt. Ja, die Kinder haben sich hier richtig Gedanken gemacht. Also es gibt ein Ameisencafé, ein Ameisen-City, ein Ameisen-TV, eine ganze Ameisenstadt mit Schule und Bank. Ja, und es gibt hier auch eine Kita mit dem Namen Ameisenburg. Ja, vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Also wir bieten auch an für Kitas, Schulen und verschiedenen Bildungseinrichtungen, dass wir auch so Vorträge zum Thema Ameisen anbieten. Ja, und das werde ich hier einfach mal machen. Kommt mal mit! So, hallo erstmal. Ja, also mein Name ist Martin. Ich bin vom Arnstore, das ist ein Ameisenfachgeschäft, und wir haben uns so darauf spezialisiert zum Thema Ameisen. Eine Ameise hat sechs Beine. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also Ameisen haben hier hinten am Hinterleib haben sie sieben verschiedene Duftdrüsen. So ein Ameisenhaufen beginnt immer mit ein Stück Holz. Baumstumpf oder sowas in der Art. So klein ist das Ei. Weil das so klein ist, habe ich euch ja extra das hier nochmal mitgebracht, ne? Dass ihr hier sehen könnt, wie groß, also wie das dann aussieht. Ne? Aber die echte Größe ist hier auf der Seite nochmal gezeigt. Also ich kann ja gerne hier nochmal so kurz so rumgehen. Ihr könnt euch das gleich auch nochmal alles anschauen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr ansonsten Fragen habt, wir sind hier auch in Berlin anzutreffen. Also ihr könnt auch gerne mit euren Eltern mal vorbeikommen. Also wir haben so ein Geschäft mit Ameisen. Seit wann gibt es denn diese Einrichtung überhaupt schon? Kita wurde am 1.10.1999 eröffnet. Okay, und wer hat die Idee mit dem Begriff Ameisenburg? Das wurde im Kita-Verbund gesammelt. Da wurden verschiedene Namen gesammelt und dann wurde entschieden. Das waren die Erzieher, die das entschieden haben, nicht die Kinder. Und wird dieses Thema Ameisen allgemein hier auch im Tagesprogramm oder sowas irgendwie so mit eingebracht? Haben wir diesmal das erste Mal gemacht, muss ich zugeben. Ja? Okay, dann werden wir jetzt Kinder mal fit machen, was das Thema Ameisen angeht. Vielen Dank. Ja, da so viele ameiseninteressierte Kinder hier auch sind, habe ich hier auch mit der Kita-Leitung abgesprochen, gibt es ein kleines Starter-Set für die Kita. Und das werde ich jetzt mit ein paar Kindern zusammen aufbauen. Also ich stelle mir erstmal alles hin, was wir alles da haben. Wir haben einmal so eine Ameisenfarm hier. Ja, da wohnen die drinnen und da bauen die dann ihr Nest. Da haben wir sogar zwei Stück davon. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Deckel. So, wer möchte das mit dem Finger ein bisschen verteilen, dass es gleichmäßig auf dem Boden verteilt ist? Ja. Könnt, ja. So. So, und jetzt haben wir hier eigentlich jetzt das Werkzeug, was man immer brauchen kann. Lupe zum Gucken, das Pinzette zum Greifen, um so Steine oder Futternapf oder sowas noch rauszunehmen. Zum Greifen der Ameisen nimmt man diese Federstahlpinzette. Das ist eine Pipette zum Befeuchten. Und wenn ihr genau, guckt euch mal genau an, da sind so ganz kleine Rillen. Da kommt das, können die, also kommt das Wasser nicht raus, es bleibt sozusagen so ein bisschen stehen und die Ameisen können daraus trinken. Ja? Ja, da kommt. Und hier genauso. Genau. Das Wichtigste bei so einem Starter-Set ist natürlich die Ameisenkolonie. Ja, und auch das haben wir natürlich hier. Hier sind die kleinen Racker. Ihr könnt euch jetzt mal anschauen. Die sind ein bisschen verdeckt hier. So Leute, es geht los, jetzt wird spannend. Ich lege nämlich die Ameisen erstmal hier rein. Die werden hier noch nicht rüberziehen. Das dauert immer ein bisschen.
Da ist eine drinne. Da ist noch eine, ja, genau. Also die sind auch ganz harmlos, ihr braucht da keine Angst haben, die machen euch, tun nicht weh oder so. Also ganz liebe kleine Ameisen. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hier in die Ameisengasse und auch in die Kita Ameisenburg hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.